Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Natürlich nicht, es geht hier um Geld. Haha, nice. Hier auf der Route 214 gibt es so einige Trainer, mit denen wir uns anlegen werden, bevor wir Weideburg erreichen. Das ist das nächste Ziel. Dort ist die nächste Arena. Und plus, wir werden höchstwahrscheinlich dort ein wichtiges Item erhalten, welches wir wiederum in Schlaede benutzen werden und brauchen werden. Wegen dem Team Galactic Gebäude. So schaut's aus. Goldini Level 23. Mann, die Trainer hier sind ja richtig schwach. Was soll denn das? Boah, das ist ja richtig übertrieben. Ich glaube, ich sollte ein anderes Pokémon nehmen lassen. Oh, Gamer Girl. Ja, Gamer Girl passt auf jeden Fall. Definitiv. Goldini. Ding-dong. Mario Gaming wartet auf Anweisungen. Komm zurück. Das ist die Anweisung hier. Nee, das ist doch ziemlich low. Jetzt hier mit Staraptor zu kämpfen, Level 34. Bockt irgendwie nicht. Hixa. Das geht ja noch. Was haben wir denn hier? Doppelkick. Mit Haspiro habe ich ja nicht allzu oft gekämpft. Hatte ich einige Male vorgehabt, aber es gab so einige Hindernisse. Aquawelle. Uiuiui. Das ist jetzt die Verwirrung. Aber sowas von. Ach, na toll. War das eine gute Idee, mit Haspiro zu kämpfen? Levelmäßig schon, aber cool, es hat sich nicht selbst erwischt. Das ist sehr gut. Ja, okay. Und wieder Aquawelle. Wie viele Kraftpunkte habe ich jetzt noch? 36. Okay, wenn ich mich jetzt selbst treffen sollte und Goldini mich dann angreift, sollte ich trotzdem Haspiro am Start haben. Nice. Das sieht doch gut aus. Supidupi. Höchstwahrscheinlich kommt noch ein Goldini. Oder? Level 26. Das war sowas von klar, Mann. Ey, ich bin immer noch verwirrt. Das ist wiederum gruselig. Nicht mehr. Hahaha. Richtig cool. Komm, jetzt Volltreffer. Bam. Gleich gibt es hoffentlich einen Volltreffer. Kick's mir nicht an, Mann. Das sah richtig schlimm aus. Och, kein Volltreffer. Egal. Goldini wird gleich K.O.'t. Oder kommt jetzt Aquawelle? Agilität. Agilität ist nicht so gut gerade. Mist. Und was passiert jetzt? Ey, das ist so gemein. Ich muss Goldini nur noch einmal treffen. Nice. Die Verwirrung wurde sowas von ignoriert. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Fedor heißt also dieser Kollege. Ich liege gerne mal daneben, alleine schon. Nice, das hat Spaß gemacht. Okay, Haspiro, du bekommst jetzt erstmal Tränke. Ich habe ja noch zwei Sonderbonbons am Start. Ich frage mich gerade, ob ich Haspiro diese geben sollte. Aber nicht notwendig, oder? Ui, nice. Okay, so, Haspiro, dich lasse ich auch gleich liegen. Bewegen. Nein, verdammt, falsches Pokémon. Ah, höchstwahrscheinlich werde ich nach dem Part ein neues Konto erstellen. Das wird jetzt auch mein zweites, weil ich will unbedingt in diesem Spiel die Starter-Pokémon in der Shiny-Form handeln. Darauf habe ich sowas von Bock. Was? Du hast einen Pokédex? Normal. Lucius auch. Und mittlerweile hat er seinen Pokédex zurückbekommen. Was ziemlich nice ist. Lorenz. Oh, ein Ponita. How sweet is that? Level 22, das geht ja noch. Ja, ey, Doppelkick ist mega cool. Wobei, ich sollte auch mal die anderen Attacken einsetzen. Step-Vorteil. Bam, bam. Rutenschlag, na toll. Das passt mir gerade absolut nicht. Was soll denn das? Oh, Rucksack-Hieb. Er braucht schon Platscher, was soll das? Schöner Damage. Ey, dieses Pokémon nervt langsam.
Es nervt. Oh, ich sollte mir mal gleich die Karte anschauen. Ich möchte kurz gucken, wie lange wir brauchen, bis wir beide Burg erreichen. Haspiror, Haspiror, noch ein Ponita. Haspiror, Haspiror, noch ein Ponita. Kein Problem, es wird erledigt. Ah, Rutenschlag war ja noch da. Jetzt kommt noch Heuler. Rutenschlag, Heuler, na toll, ey. Na, immerhin sinkt der Angriffswert nur um eine Stufe. Zwei Stufen werden jetzt. Bitter brutal, ey. Ey, ich habe gerade darüber gesprochen. Höchstwahrscheinlich werde ich das Haspiror rausnehmen. Also dieses Ponita werde ich versuchen, mit Haspiror zu KO'en. Aber danach nehme ich es raus. Das hat noch ausgereicht. Sehr schön. Bambaram, bambaram, bambaram. Noch ein Ponita. Naja, es wäre auch ziemlich blöd, jetzt Haspiror zu verlieren. Sehr blöd sogar. Ziemlich blöd. Drei Orden habe ich jetzt am Start, nice. In Weideburg ist die nächste Arena. Arena Orden Nummer 4. Und dann haben wir bereits Lamina getroffen. Diese dürfen wir jetzt mittlerweile auch herausfordern. Oder wir müssen uns erstmal um das Team Galactic Gebäude in Staede kümmern. Mal schauen. Ich habe das gerade alles nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ist auch gut so. Wegen dem Feeling. Das war's dann. Sehr schön. Ich bin so neidisch auf deinen Pokédex. Alles, was du tun musst, ist in zwei Blattdorf zu leben. Oder schau doch einfach bei Professor Eibel vorbei. Vielleicht macht er dir was klar. Noch ein Kampf. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Nicht wirklich. Aber wir können sehr gerne gegeneinander kämpfen. By the way, wir haben hier im letzten Part schon einen Pokémon gefangen und zwar Zerpeiße. Richtig cool, der Ruf, ey, ist so mega cool. Was haben wir denn hier? Oh, Madame, ist ja sweet. Oxo Keep in your face. Level 25, sehr schön. Sollte ein fairer Kampf werden. Oh, oh, das ist jetzt brutal. Das ist jetzt brutal. Okay, der Spezialverteidigungswert ist gestiegen. Was mich gerade nicht juckt. Aber der Spezialangriffswert ist gerade gestiegen. Und zwar um zwei Stufen. Oh oh. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ich glaube, ich gehe zur Sicherheit doch raus. Zu Staravia. Ich meine zu Staraptor. Ja, besser ist es. Jetzt eine spezielle Pflanzenattacke wäre, glaube ich, richtig heftig für Haspiror. Na, lieber aufpassen. Ich meine, ich trainiere ja Haspiror die ganze Zeit bewusst, damit es sich endlich weiterentwickelt und auch so stark ist wie die anderen Pokébuddies. Oh, nice. Staraptor hat gerade einen Flashback gehabt. Flügelschlag. Und das war's mal. Absolut keine Chance. Da muss das sein. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier irgendwo ein verstärktes Item klar machen können. Hui. Wow, das kannte ich noch gar nicht. Korrekt. Ein Pokéball an der Tasche, ist ja cool. Ist hier was? Nice, Glas Honig. Voll heftig und so. Hier ist jemand am Laufen, oder? Nee, doch nicht. Oh, das Item machen wir uns klar. Nee, doch noch nicht. Willst du kämpfen? Was für eine Frage. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und das warst du. Hier sind so viele Trainer, ey. Das ist mega heftig, Mann. Eckbart. Okay, und der Kollege hat zwei Pokémon. Alpalo? Oh, das bringt absolut nichts. Nee, absolut nicht. Gar nichts. Nee, das bringt nichts. Ich muss abbauen. Hm, wie wär's denn mit dir, Luxtra? Bam. Das wird ein Spaß. Normale Attacken bringen nichts. Kampfattacken bringen nichts. Boah, kennt ihr das?
Ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr niesen müsst. Ich hab das gerade. Was ist denn bei Apollo los? Ja, danke. Das war ja auch notwendig, wa? Funkensprung. Hat ausgereicht, normal. Levelunterschied und so. Letzte Entwicklungsstufe. Irgendwie muss ich an Bowser's Fury denken. Voll geil. Wenn ich Luxtra sehe. Upsi. Das wird jetzt brutal hier. Der Kollege hat zwei Pokémon am Start, ne? Vielleicht kann ich das hier noch schnell durchziehen. Oh, ich kann noch Biss einsetzen. Reicht das aber aus? Ich nicht, dass ich jetzt gerade einen dummen Fehler gemacht habe. Okay, gut. Weil vielleicht könnte mich Kadabra KO'n. Okay, das war's dann mit Eggbutt. Wer dich besiegen will, wird es nicht einfach haben. Na, ich geb mein Bestes doch. Geb mein Bestes. Oh, ich hab voll Bock auf die Wi-Fi-Welle, die sie jetzt bekommt. Gut, dass er das gesagt hat. Hier könnte auch was sein. Glas Honig. Hallo? Hier ist nix. Nur ein Staraptor. Oh nee, Gaubebeere, korrekt. Nice. Wie bekomme ich dieses Item dort? So, das hole ich mir. Lauf durch. Großwurzel. Ach ja, stimmt. Ich wollte mir die Karte anschauen, richtig? Oh, okay. Das dauert noch ein wenig, bis wir Weideburg erreichen. Was haben wir eigentlich hier? Wird uns etwas angezeigt hier? Oh, Kühnheitsufer. Okay. Ist ja nice. Wir könnten jetzt hier runterlaufen. Aber wir schauen uns erstmal den oberen Bereich hier an. Ein Ponita. How sweet is that? Ups, geht das überhaupt? Ah, stimmt. Nice. Wegen der Fähigkeit Angsthase geht das klar. Doch goldig. Haupttrank. Super Fund. Okay, raus hier, raus hier, raus hier. Hat geklappt. Will er kämpfen? Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie viele Pokémon er bei sich hat. 3, 4? Er hat nur ein Pokémon am Start. Ui, Schildterus? Das ist ein gefundenes Fressen für Aspirau. Er hat Doppelkick am Start. Das wird wehtun. Dann gönn dir mal die Erfahrungspunkte, liebes Haspirohr. Okay. Doch nicht so leicht. Bodycheck. Oh mein Gott, die Attacke ging daneben. Level 26 Schild heraus. Ja, okay, da hat er nicht geschnackt, der Kollege. Da hat er nicht geschnackt. Ich habe, so wie es aussieht, zu viele Erwartungen gehabt. Oh Mann, ey, wir haben immer noch das Pokémon-Ei bei uns. Was für eine Enttäuschung. Naja, war schon okay. Velteros Level 26 ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Luftschacht. Ah, okay, alles klar. Das hatten wir schon mal angeschaut gehabt. Oh. Hier hätte ich Bock, meine Pokémon zu hunten. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Ach, deswegen drehst du dich hier die ganze Zeit im Kreis? Ist mir schon gerade so aufgefallen. Pokémon-Sammler Hagen. Amelien. Ja. Auch ein nettes Pokémon. Ein Wasser-Pokémon. Level 21. Das geht ja noch. Schnell hier mit Ruxukip das Pokémon ärgern. Oh ne, ey, die nerven richtig krass. Also ich fühle mich richtig genervt und so. Was soll das? Was soll das? Weiter geht's mit Ruxukip. Dusch, 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 dusch. Keine Chance, Pamelin. Du musst weiter trainieren. Komm schon, Level 28 demnächst. Dauert noch ein wenig. Noch ein Pamelin. Ja, dann mache ich weiter mit Ruxukip. Das war ein Volltreffer. Mann, sowas liebe ich. Arm, ey. Heftig. Ich war kurz sprachlos. Ich dachte, was geht denn da ab? Jetzt geht's los hier, ich sag's euch. Ein
kein Bamelin. Hey, diesmal ein Bamelin Level 24. Okay, das ist nicht zu unterschätzen natürlich. Sternschauer. Das geht ja noch. Aber dennoch nicht zu unterschätzen, ein Volltreffer wäre brutal. Nice, Haspiro ist jetzt schon ziemlich stark geworden. Level 27 schon. Am Anfang wollte ich ja mit Staraptor nicht kämpfen. Das mit Haspiro, weil ich dachte, okay, es ist ja gerade auf dem 23. Level, aber es ist jetzt schon auf Level 27. Voll heftig, Mann. Ich kam darauf nicht klar. Mini-Pilz. Wie heftig. Raus hier, das war sowas von klar. Noch ein Ponita. Non-Shiny. Was soll das? Nee, ein Angsthase. Das geht sowas von klar. Voll cool, ey. Ich glaube, im Pokémon Schwert hatte ich auch von dieser Fähigkeit profitiert gehabt. In der Naturzone, als ich dort zum ersten Mal war. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Das höre ich doch gern. War das etwa ein Hinweis? Otto, ein Ruinemaniac. Stimmt, irgendwo hier soll doch ein Ruinemaniac sein. War das nicht so? Irgendjemand meinte das doch in den letzten Parts. Überbrückung. Ein Gesteins-Pokémon. Direkt Doppelkick einsetzen. Ich sollte in die Kraftpunkte denken. In der Tat. Silberblick, okay, das geht noch. Das geht noch. Weiter geht's mit Doppelkick. Sehr schön. Mit den Erfahrungspunkten. Einmal getroffen. Hat ja auch ausgereicht. Kleinstein, sehr schön. Geht auch noch klar. Level 22. Ich frage mich gerade, ob das komplett ausreicht. Nee. Auch wenn es ausreichen würde, ist wahrscheinlich halt Kleinstein die Fähigkeit Robustheit. Boah, Sandsturm. Das ist blöd. Dadurch steigt ja der Spezialverteidigungswert. Ein Gesteins-Pokémon. Da war ja was. Sogar um 50%. War das nicht so? Also als ich noch in Sonne und Mond, Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battles gemacht hatte, war das so. Da das aber ein Spiel aus der vierten Gen ist, weiß ich gar nicht, ob das auch da so war. Beziehungsweise ich habe das gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass sich das mit der Zeit immer ein wenig verändert hat. Staffette? Nee. Nicht wirklich. Ah, ich habe noch 42 Kraftpunkte. Das geht. Ui, Bronzel. Glaube, ich sollte demnächst Ponita ins Team dazu holen. Ja, das wäre gut. Gehen wir rüber zu Rike. Und setze auf ganz entspannt eine Wasserattacke ein. Das geht auch klar. Wobei ich hätte auch vielleicht mit Haspiro kämpfen können. Na toll, ey. Dankeschön. 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 Na toll. Lake, stimmt. Die Attacke ist komplett neu. Jawohl, sehr schön. Super, hat sich gelohnt, dass Piprim die Attacke jetzt erlernt hat. Der Sandsturm ist immer noch da. Und was ist mit der Verwirrung? Ebenfalls noch vorhanden. Ignorieren, ignorieren. Ja, och, schade. Aua. Das geht ja noch. Hat ja die eigene Attacke mehr Damage gemacht. Nochmal Lake. Komm jetzt. Oh, ist das immer noch verwirrt. Nice. Ein weiterer Trainer wurde erledigt.
Erstmal Glücksgefühle ausschütten. Oh, das Pokémon entwickelt sich auch demnächst. Ich kann nicht mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Ja, einfach weitermachen und kämpfen. Ist schon richtig, was du machst. Okay, hier können wir Zertrümmer einsetzen. Müssen wir das? Sollten wir das? Können wir auch durchlaufen? Warum nicht? Komm, jetzt ein Shiny. Das wäre zu heftig. Das wäre zu heftig. Kann aber passieren. Komm schon, Angsthase. Ist hier noch irgendwo ein Trainer? Oder irgendetwas Wichtiges? Oh, ich habe doch Schutz-Items. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist ja original eine Hülle, warte mal. Was? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was? Ich hätte auch gleich von Anfang an hier reinlaufen können. Das wusste ich gar nicht. Hier ist bestimmt der Ruine-Maniac, oder? Da ist er. Jeder nennt mich nur den Ruine-Maniac, aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruine-Maniac, der von Incognito fasziniert ist. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst die Incognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Ja, okay, alles klar. Das hört sich doch gut an. Welches Pokémon ist da in dem Pokémon-Ei? Oh, wie sweet. Ein Moneira. Wie putzig es aussieht. Haha, richtig cool. Es liebt runde, weiße Dinge. Um Shiniera nachzuahmen, trägt es stets einen eiförmigen Stein mit sich. Ist ja sweet, ey. Ja, möchte ich. Stella. Passt. Korrekt. Ist ein weibliches Pokémon. Na, endlich. Jetzt kann ich wieder ein anderes Pokémon dazu holen. Haben wir hier für ein Item? Wir haben 28 Schaufler. Sieh an. Okay. Wir sollen uns Incognitos klar machen. Ja, warum nicht? Speichervorgang? Ja, ich habe das doch so eingestellt, dass das Spiel nicht mehr automatisch abspeichert. Dam. War das nicht so? Automatisches Speichern anschalten. Ach so. Ja, jetzt ist es aus. Ja, besser ist es. Okay. Ja gut. Dann machen wir einfach weiter. Ja, ich setze bewusst hier Zertrümmer rein. Ich habe gerade keine Lust, das hohe Gras zu laufen. Nee, Mann. Lass mal. Ich will mich nur auf den nächsten Part vorbereiten. Irgendwo hier sollte doch noch ein Trainer sein, oder? Da ist er. Okay. Um diesen Trainer kümmern wir uns dann im nächsten Part. Danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.